Zuerst kannte unser Rudel nur Haare, Knurren und bodentrampelnde Freude. Wir hatten die gebellten Ermahnungen unserer Eltern vergessen. Wir hatten ihnen versprochen, uns zivilisiert und wie Damen zu benehmen, anständig und ordentlich zu sein. Beim wildschlagenden Herz Jesu, was für eine Meute! Unsere Zöglinge sind Hinterwäldlerinnen, Schwester Ignatia. Man muss Geduld mit ihnen haben. Wohl wahr, Schwester Maria. Autsch! Schwester Josephine schmeckte nach Schweiß und Sommersprossen. Sie roch wie ein leicht zu tötendes Opfer. Unsere Eltern waren Werwölfe. Sie führten ein Außenseiterleben in Höhlen, am Waldrand, bedroht von Frost und Mistgabeln. Sie waren bei den örtlichen Bauern geächtet worden, weil sie ihnen ihre Rhabarberkuchen wegfraßen und ihren Kühen Angst einjagten. Die reinrassigen Wölfe selbst wiederum hielten Abstand zu unseren Werwolfeltern, weil Mutter und Vater Daumen besaßen, weil sie Bedauern für ihre Opfer zeigten. Vor allem aber, weil sie Menschenkinder zur Welt brachten. Unsere Meute wuchs in einem grünen Zwischenreich auf. Mit den reinrassigen Wölfen konnten wir nicht Schritt halten. Aber auf allen Vieren gingen wir fast immer. In der Höhle sprachen wir eine dickzüngige Knursprache mit vielen Zwischenheulern. Die Meute fraß, was der Wald hergab oder unsere Eltern von angrenzenden Bauernhöfen für uns ergatterten. Tollte auf denselben feuchten Blättern und schlief auf demselben roten Geröll. Dann tauchten die Nonnen auf und alles änderte sich. Unsere Eltern konnten dem Angebot der Nonnen nicht widerstehen. Sie wollten etwas Besseres für uns. Sie wollten, dass wir Haarspangen trugen, Handtücher benutzten, ganz und gar zweisprachig waren. Die Nonnen würden uns zu vollwertigen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft machen. Wir wussten damals nicht, dass unsere Eltern uns für immer fortschickten. Sie wussten es selbst nicht.
St. Lucia-Heim würden wir uns eine neue und bessere Identität aneignen. Und wie ist dein Name? Am ersten Nachmittag hatten uns die Nonnen frei auf dem Gelände herumlaufen lassen. Und nun waren wir erschöpft von all den neuen und fremden Eindrücken. Hallo, mein Name ist Jeanette. Alles war von Menschengerüchen besudelt, am meisten aber vom leisen Opfergeruch der Nonnen, der unter dem schweren Duft von Puder und Parfüm hervordrang. Und du? Hallo, mein Name ist Claudette. Mit der gleichen erstaunten Faszination rochen wir uns auch gegenseitig. An diesem seltsamen Ort war der eigene Geruch uns fremd geworden. Stella und Yvette und Babette, Brunella, Annette. Hallo. Mein Name ist Mirabella. Oh, mein Gott. Schwester Ignatia, den Betäubungspfeil. Phase 1 kann manchmal zu viel des Guten sein. Auch im Heim träumte die Meute, so wie sie es gewohnt war, durchgehend dieselben Träume vom Wald, von seinen Düften und dem feuchten Kitzeln des Nebels, der am Morgen über den Fluss zog. Mund zu! Schuhe an den Füßen lassen! Mund zu! Mädchen, stell dich doch mal gerade hin. Richte dich mal auf. Schuhe an den Füßen lassen. So läuft doch kein Mensch. Gerade. Claudette, hör auf, an deinen Schuhen zu kauen. Noch nie hatten wir so sehr den Wunsch gehabt, davonzulaufen. Aber wo konnten wir hin? Wäre es nicht Verrat an unseren Eltern gewesen, zu ihnen zurückzukehren? Claudette! Nachdem sie uns zu unserem eigenen Besten ins Lucia-Heim gesteckt hatten? Steh auf, mein Kind, also wirklich! Herr im Himmel, zieh die Schuhe an die Füße und stell dich auf wie ein richtiger Mensch! Bitte! Das klappt doch schon viel besser. Aufrecht! Jawohl! Claudette! Noch ein bisschen mehr Lächeln dabei! Ja, das klappt doch schon. Noch den anderen Schuh. Hervorragend. Fast schon wie ein Mensch. Mund zu. Die Nonnen ließen nachts die Fenster weit geöffnet, sodass uns lange, spitze Mondscheinfinger aus den Wäldern winken konnten. Aber wir wussten, wir konnten nicht in die Wälder zurück. Nicht, bis wir zivilisiert waren. Beim weinenden Herz Jesu. Hört auf zu heulen. Morgen in der Kirche könnt ihr singen. Das alles roch nach Menschenlist und Hohn. Irgendwann stellten wir fest, dass unser Geruch nicht mehr an uns haften blieb. Für uns ein Gefühl, als wären wir unsichtbar. Sotto voce, sotto voce. Schließlich kamen wir auf. Die
Anpassung der Meute schien nach einer inneren Uhr zu verlaufen. Die fortgeschrittenen Mädchen verfügten bereits über zwei Gangarten, Schlurfen und Schlendern. Fast jede war vollkommen zweibeinig. Fast. Beim unerschrockenen Herz Jesu. Wie unnatürlich. Und lächerlich. Die Meute sorgte sich wegen Mirabella. Schwester Ignatia, den Betäubungspfeil. Unnatürlich und lächerlich. Du unerzogenes Ding! Du bist unnatürlich und lächerlich! Siehst du, was du in der Hand hältst? Gar nichts, meine Kleine, gar nichts! Mädchen? Was sagen wir zu Mirabella? Richtig. Warum kannst du nicht sein wie deine Schwester Jeanette? Das Rudel hasste Jeanette. Sie war die erfolgreichste von uns. Diejenige, die sich am weitesten von ihren Ursprüngen entfernt hatte. Jeanette war die erste von uns, die um Entschuldigung bat. Verzeihung. Und die erste, die Apfelsaft aus einem Trinkbecher nippte. Jeanette schaffte es sogar ganz still zu halten und nicht zu heulen, bis Schwester Josephine ihr den Pelz vom Rücken rasierte. Jeanette war auch die Erste, die aufhörte, beim Abendmahl den Kehlkopf des Dekans hungrig zu betrachten. Hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist eine wahre Speise und mein Blut ist ein wahrer Trank. Das erste Gebot im Wolfsleben lautet: Wisse, wo dein Platz ist. Und das ließ sich hier hervorragend umsetzen. Das Leben im Heim hatte eine hündische Ergebenheit in uns erweckt. Eine kratzfüßige, bauchkriecherische Gefallsucht. Sobald wir merkten, dass ein in der Nahrungskette höher stehender uns beobachtete, wollten wir nur noch einen erfreulichen Anblick bieten. Gepfötchen, Jeanette. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Unser kleiner Wolf im Schafskäse. Noch einmal, Gipfötchen. Aha, erlauben Sie mir einen kleinen Test? Na, da haben wir wohl noch etwas Arbeit vor uns. Ich gehörte zu den braven Mädchen. Weder besonders gut, noch besonders schlecht. Gesunder Meutendurchschnitt. Aber ich hatte ein Ohr für Sprachen und ich konnte lesen, bevor ich mich vernünftig waschen konnte. Was soll bloß aus Mirabella werden? Fragten wir uns und schluckten unsere Furcht hinunter. Wir kannten Gerüchte über ehemalige Wolfsmädchen, die sich ihrer neuen Kultur niemals angepasst hatten. Nachtruhe! Alle in die Betten! Man nahm an, dass sie in ihre Heimat, die verschwindenden Wälder, zurückgeschickt worden waren. Wir spekulierten gern vor dem Schlafengehen, was aus uns werden würde, wenn wir hier versagten, und gruselten uns mit der Vorstellung von diesem seligen Verhängnis. Dies war das schmähliche Ende, das Scheitern, das wir uns schuldbewusst in unseren harten Betten erhofften. Wir waren immer geplagt von der Frage: Was soll bloß aus mir werden? Bruder Wolf, ich, Franziskus, bitte dich im Namen unseres Heilands, die entblößte Wade dieser jungen Frau wieder aus deinem Maul zu nehmen. Und gegenüber diesem Geschöpf Gottes Barmherzigkeit zu zeigen. So. Und jetzt geht ihr Enten füttern. Geht und zeigt Barmherzigkeit gegenüber allen Geschöpfen Gottes. Sie kündigten niemals an, dass dies ein Test war. Erst später bemerkten wir, dass wir unter ständiger Beobachtung standen. Ihr geht natürlich zu zweit. Bitte nicht mit Mirabella. Claudette?
Bitte nicht mit Mirabella. Warum bringst du nicht gemeinsam mit Mirabella ein wenig Pumpernickel zu den Enten? In Ordnung, danke. Das war ungerecht. Sie wussten, dass Mirabella noch keine Brotbällchen formen konnte. Sie bekam noch nicht mal den Beutelverschluss auf. Bestimmt verspeiste sie die Viecher. Mirabella versuchte gar nicht erst, ihre Mordlust im Zaum zu halten. Hör auf damit! Und wer würde Minuspunkte in Kompetenz bekommen? Genau. Verschwinde! 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 Sie fanden uns, als Mirabella gerade versuchte, einen Biber mit ihrem Rosenkranz zu erwürgen. Ich hatte einfach nur im Teich gekauert und stundenlang die Enten beobachtet. Ich weiß nicht, was sie mit Mirabella danach gemacht haben. Mich trennten sie von meinen Schwestern. Sie ließen mich einen weiteren Film anschauen. Das ist Roberta. Auch sie war früher einmal ein Wolfsmädchen. Aber Roberta hat das großzügige Angebot ausgeschlagen, sich integrieren zu lassen. Nun ist Roberta einsam, verachtet von Wölfen und von Menschen. Sie ist eine Versagerin. Möchtest du so eine Versagerin wie Roberta sein und von beiden Rassen verachtet werden? Schuhe an den Füßen lassen. Und Claudette, möchtest du von beiden Rassen verachtet werden? Wie könnt ihr Menschen nur so leben? Beim blutigen Herz Jesu. Was hast du gesagt? Wie könnt ihr Menschen nur so leben? Sehr gut, Claudette. Das war schon ein Gedanke aus Phase 3. In Phase 3 lernten wir die ersten reinrassigen Mädchen unseres Lebens kennen. Diese Mädchen waren schon in der Gefangenschaft aufgewachsen. Es waren Freiwillige aus der Mädchenschule des Nachbarortes. Die Reinrassigen hatten lange goldene Zöpfe und rüschendecken Doppelnamen, wie Amalia Dorothea oder Felicitas Noel. Sie spreizten ihre Finger beim Teetrinken ab und lächelten uns nervös an. Sie taten mir leid. Ich fragte mich, wie es wohl war, in der Gefangenschaft aufzuwachsen und immer Heimweh nach einem nur dumpf gefühlten Wald zu haben. Nach dem Teetrinken spielten die Mädchen ein seltsames Brettspiel mit uns. Du sollst mich zur Dame machen. Sicher, ja, natürlich. Die Nonnen hatten uns gesagt, dass es bei dem Spiel darum ging, weiter zu lächeln, auch wenn man dabei geschlagen wurde. Die Reinrassigen machten absichtlich Fehler, um uns Vorteile zu verschaffen. Ich will die Dame erschlagen. Ja, natürlich, sicher. Es macht uns wahnsinnig, dass sie uns für so dumm hielten.
Es muss etwas geschehen. Beim schmelzenden Herz Jesu. In der Tat. Schwestern, es wird Zeit für den didaktischen Integrationstriathlon. So, Mädchen, lernen wir tanzen. So, Mädchen, lernen wir Fahrradfahren. So, Mädchen, lernen wir Golf spielen. Menschsein ist wie Tanzen. Wenn man es einmal gelernt hat und den Rhythmus verstanden hat, verlernt man es nie mehr. Sei kein Golf, spiele Golf. Das habe ich mir selber ausgedacht. Herz Jesu, bravo, bravo. Mädchen, es ist an der Zeit, euren Erfolg bei der Rehabilitation in die menschliche Gesellschaft zu feiern. Heute in einer Woche findet der Debütantinnenball statt. Bei diesem Ball könnt ihr eure neu erlernten Sprach- und Tanzkenntnisse unter Beweis stellen. Das ist alles sehr aufregend, ich weiß. Aber das Beste wird euch jetzt Schwester Josephine erzählen. Ja, es wird wohlschmeckende Kaltgetränke in kleinen Plastikbechern geben. Nein, das meinte ich nicht. Nein, aber eure Brüder aus dem St. Hieronymusheim für Wolfsjungen werden hier sein. Die Brüder, wir hatten sie schon beinahe vergessen. Seid ihr nicht auch so aufgeregt wie wir, Mädchen? Beim hüpfenden Herz Jesu. Die Nonnen wussten, dass wir noch nicht so weit waren, mit den Brüdern zu tanzen. Wir waren noch nicht mal so weit, mit ihnen zu reden. Im Wald war alles so viel einfacher gewesen. Mund zu! Schuhe an den Füßen lassen. Mund zu! Schuhe an den Füßen lassen. Mund zu! Eins, zwei. Mund zu! Zwei, drei, Mund zu. Schuhe an den Füßen lassen. Warum weinst du? Das Wasser des Sees erfand den Wald neu und den weißen Mond darüber, und Wölfe schleckten den kalten Widerschein des Himmels auf. Claudette.
Denkst du, es gibt einen Ort für uns, an dem wir all den Schmerz rauslassen können? Wir begriffen, dass die Kirche der Mond der Menschen war. Der Ort, an dem man zweckfrei heulen durfte. Nicht als Paarungsritual, nicht zum Jagen, nicht zum Kämpfen. Einfach nur des Klanges wegen. Und so heulten wir mit dem Chor und schleuderten alles Verlorene in uns den Buntglasfenstern entgegen. Man sah den Nonnen an, dass sie zufrieden mit uns waren. Santo Voce. Santo Voce. Hey, Claudette! Merkst du, dass langsam alles seinen Sinn ergibt? Was ist mit dir, Mirabella? Beginnt für dich auch alles mehr Sinn zu ergeben? Du bist einfach ein Spätentwickler. Normalerweise müsste nach ein paar Monaten alles mehr Sinn ergeben. Claudette, würdest du mir bitte helfen, Mirabellas Unordnung zu beseitigen? Mir bleiben nur noch 4 Stunden bis zum Ball. Ich muss wirklich üben. Ich dachte nur an mich selbst. In dieser Phase wusste ich nicht mehr, wie die Meute zu irgendetwas stand. Und dann war es soweit. Mädchen. Eure Brüder. Die Brüder rochen nicht mehr nach unseren Brüdern. Sie rochen nach Pomade und kalten, keimfreien Schweiß. Sie sahen aus wie kleine Jungen. Jemand hatte sie hinter den Ohren gewaschen und sie gezwungen, Anzüge zu tragen. Zeit für keusche Konversation. Mein lieber Schwan, was für ein herrliches Wetter wir zurzeit haben. Ja, ja, es sieht schon richtig nach weißer Weihnacht aus. Im gesamten Raum hatten alle Wolfsmädchen und Jungen das gleiche Gespräch. Eigentlich herrschte zurzeit ein ungewöhnlich hässliches Wetter. Und gerade heute Morgen hatte ein Blitz aus heiterem Himmel Schwester Josephine in ein frühes Grab geschickt. Wirklich ein herrliches Wetter. Wir waren erst bei Einheit 7, Partygeplauder, angelangt und noch nicht bei Einheit 12, taktvoll auf Katastrophen und Unglücksfälle eingehen. Wolfgang war früher ein aufgeplustertes Alpha-Tierchen gewesen. Er hatte Klapperschlangen zerbissen, Dachse erschreckt und eine lebendige Forelle aus einem Bärenmaul geschnappt. Du riechst erstaunlich. Ich meine... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte mich am Morgen komplett mit einem Kürbismuffin eingerieben, um meinen wilden Naturgeruch zu überdecken. Jetzt roch ich wie eine Reinrassige. Leicht zu töten. Die Zeit für den Charleston ist gekommen. Jedes Mädchen schnappt sich ein... greift sich einen Jungen.
Wer möchte den Anfang machen? Herr Dekan, würden Sie vielleicht... Mit dem größten Vergnügen. Du da! Unsere kleinste Schwester in diesem Moment liebte. Aber alle beobachteten mich und warteten, was ich tun würde. Ich hab dich nicht um deine Hilfe gebeten. Jetzt hast du meinen Charleston verdorben. Du hast den Ball verdorben. Mirabella hat den Ball verdorben. Zurück in den Wald. 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 Morgen war Mirabella verschwunden. Wir rannten nach draußen ins Sonnenlicht. Wir wussten sehr wohl, dass unsere Schwester freigelassen worden war und dass wir sie nie wiederfinden würden. Nur wenige Wochen danach schlossen wir unsere Ausbildung im St. Lucia-Heim ab. Soweit ich mich erinnere, war das unser letztes gemeinschaftliches Heulen. Eines Sonntags, gegen Ende meiner Zeit im Luziaheim, gaben die Nonnen mir eine Sondererlaubnis für einen Besuch bei den Eltern. Ich musste begleitet werden, allein konnte ich den Weg nicht mehr finden. Ich hatte mein bestes Kleid angezogen. Und dann log ich zum ersten Mal wie ein Mensch. Mama, Papa, ich bin wieder zu Hause.